Ja, selbst für unsere unfallerfahrenen Kollegen der Verkehrspolizei war es ein wirklich außergewöhnlicher Unfall. Bereits aus rund 15 Kilometer Entfernung konnten die alarmierten Streifen eine tiefschwarze Rauchsäule über der Unfallstelle aufsteigen sehen. Und bei ihrem Eintreffen standen dann zwei Sattelzüge sowie zwei große Abschleppfahrzeuge für das Abschleppen von Lastwagen im Vollbrand. Die regionalen Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um die vier brennenden Fahrzeuge zu löschen. Und vor besondere Herausforderungen stellte sie dabei die Ladung von rund 23 Tonnen Kunststoffgranulat. Obwohl ein Mitarbeiter des Abschleppdienstes schwere Verletzungen erlitt, hatte dieser wohl noch Glück im Unglück. Unseren derzeitigen Erkenntnissen nach bereiteten die Pannenhelfer gerade einen liegen gebliebenen Sattelzug für das Abschleppen vor und standen zwischen den Lastwagen, als der 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen abkam und mit einem der Abschleppfahrzeuge auf dem Seitenstreifen kollidierte. Der heftige Aufprall drehte eines der wirklich schweren Abschleppfahrzeuge nahezu um 180 Grad und schob die Fahrzeuge zusammen. Ein weiterer Pannenhelfer erlitt dabei wie auch der Unfallverursacher leichtere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus.